Warum sollten Sie in die hamburgische Bürgerschaft gewählt werden? Es braucht einfach mehr Politiker, die Erfahrungen aus dem echten Leben mitbringen. Ich bin Unternehmer, Gründer, ich war vorher Manager, bin nach Deutschland gekommen, aus einem anderen Land, in Russland geboren. Und ich glaube, mit diesen Erfahrungen bringe ich Dinge mit, die jetzt im Parlament noch nicht ausreichend vertreten sind. Es gibt noch viel zu viele Politiker, die vielleicht Beamte, Lehrer oder Rechtsanwälte sind und wir brauchen auch jemanden, der in der Wirtschaft, in der Führung von Menschen seine Erfahrungen gemacht hat. Für welche Themen wollen Sie sich am meisten in Hamburg einsetzen? Mein Unternehmen ist ein Start-up-Unternehmen im digitalen Bereich. Dort kann ich viel Expertise mitbringen. Es geht auch darum, dass wir unsere Stadt für die Branchen der Zukunft und für die, für die Chancen der Zukunft immer besser aufstellen. Nicht immer nur nach hinten schauen, was hier gut läuft, sondern auch nach vorne. Mir ist auch ganz wichtig, dass die Stadt einfach vernünftig aussieht. Ordnung, Sicherheit, Sauberkeit, das sind Themen, die mich bewegen. Die Menschen müssen sich wohlfühlen, wenn sie draußen unterwegs sind in Hamburg. Und in manchen Stadtteilen ist das einfach überhaupt nicht mehr der Fall. Da möchte ich dafür sorgen, dass das besser wird. Und als Drittes möchte ich dafür sorgen, dass wir bei der Integration nach vorne kommen. Ich bin, wie gesagt, selbst aus Russland gekommen, weiß, wie das ist, in einem fremden Land zu sein, dass man sich anstrengen muss, dass man sich an die Regeln halten muss. Und das ist in letzter Zeit ein wenig verloren gegangen. Wir müssen einfach zusehen, dass wir qualifizierte Zuwanderer nach Hamburg bekommen, die einen Beitrag leisten und weniger ungesteuerte Zuwanderung nach Hamburg haben, wo wir Probleme in unserer Stadt bekommen. Ergänzen Sie folgenden Satz. Alle Hamburgerinnen und Hamburger sollten wählen gehen, weil weil unsere Gesellschaft ohne Demokratie einfach nicht funktioniert. Das ist ein Beitrag, den man nicht täglich sieht. Aber Demokratie und die Arbeit der Parlamente ist einfach notwendig. Ich war schon vier Jahre lang Abgeordneter und möchte das in der Zukunft weiter tun. Vielen Dank. Damit haben Sie alle Fragen beantwortet.